beide jetzt erstmal gerne bitten. Schafft in der Gesellschaft und wie könnte das aussehen? Ich glaube, die Verwirrung ist so groß, weil es das offensichtlich. Ich finde zum einen sehr spannend, was Herr Küng in der Hinsicht gemacht hat, wenn Sie den Ethos-Begriff anführen und da, sage ich mal, interreligiös es zu einer weiten Einigung gekommen ist. Wir haben den Begriff des Verfassungspatriotismus mit den Werten dahinter, ja, die natürlich wiederum entstanden sind. Aus den verschiedenen Quellen, aus denen unsere Grundanschauungen entstanden sind, wovon das Christentum eines ist, der Humanismus ein anderer und die Aufklärung und eben die antike Philosophie. Und das ist Grundbestandteil unserer Gesellschaft und auf das kann Staatlichkeit sich auch stützen und unser Staat würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir das nicht hätten. Nicht mal ansatzweise würde er funktionieren. Das heißt, deshalb, wenn die Religionen weg wären, würde gar nichts Nein, fehlen. Ich glaube, die Religionen spielen eine ganz wichtige Rolle. Ich danke Ihnen vielmals. Die Königin bei ihrem Besuch hier zu beschützen, ist eine Aufgabe, die sehr gern von der Spezialeinheit übernommen worden ist. Wie albern und verblödet uns der Gedanke, eine Königin zu haben, auch vorkommen mag, als Amerikaner müssen wir freundliche und rücksichtsvolle Gastgeber sein. Danke sehr, Lieutenant Rabin. Selbstverständlich haben wir alle ein Interesse daran zu sehen, dass dieser Abschnitt der Kultur der Königin erfolgreich abgeschlossen wird. Und wir alle können stolz darauf sein, dass die Königin unsere Stadt für einen Besuch... In der Tat ist dies für die gesamte Bevölkerung, die in der Lage sein wird, an diesen Feierlichkeiten... Ganz besonders wollen wir der Königin im Verlauf des Besuches außerdem würden wir gern der Hoffnung ausdrücken.